Die Menschheit ist in ein neues Zeitalter eingetreten, das Zeitalter des Atoms. So lautet am 16. Juli 1945 die offizielle Stellungnahme des amerikanischen Verteidigungsministeriums, als über der Wüste von Nevada die erste Atombombe der Welt detoniert. 3 Wochen später wird die zweite und nur 3 Tage danach die dritte gezündet. Mit den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki geht 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende. Als 1938 dem deutschen Chemiker Otto Hahn die erste Kernspaltung gelingt, ahnt er noch nicht die Konsequenzen seiner Entdeckung. Zu dieser Zeit glaubt kein Physiker an die Möglichkeit, Atomkerne zu spalten. Mit Otto Hahn und seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen nimmt das Atomzeitalter seinen Anfang. In 1879 wird Otto Hahn in Frankfurt am Main geboren. Nach dem Studium der Chemie beginnt er seine wissenschaftliche Laufbahn am University College in London. Dort findet er zu seinem Fachgebiet der Radiochemie. Bereits ein Jahr später ist Hahn am Institut des bedeutendsten Atomforschers seiner Zeit bei Ernest Rutherford in Montreal. In 1907 kehrt Hahn nach Deutschland zurück. Am neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin wird er Leiter der Abteilung Radioaktivität. Dort begegnet er der Wiener Physikerin Lise Meitner. 30 Jahre lang bilden die beiden ein ideales Forscherteam, der gewissenhafte Chemiker und die analytische Physikerin. 1896 entdeckt der französische Physiker Henri Becquerel eine durchdringende Strahlung, die Radioaktivität des Urans. 1911 findet Ernest Rutherford heraus, dass die positive Ladung des Atoms und der größte Teil seiner Masse in einem winzigen Kern konzentriert sind. Negativ geladene Elektronen umkreisen den Kern. Rutherford entdeckt, dass die neuartige Strahlung, die der Kern aussendet, aus 3 Komponenten besteht. 2 davon sind aus winzigen Teilchen zusammengesetzte Strahlen, die er Alpha und Beta nennt. Die 3. ist die elektromagnetische Gammastrahlung. Rutherford stellt fest, dass die Strahlung einen bestimmten Energiewert hat. Woher stammt diese Energie? Der Physiker Albert Einstein löst das Rätsel. Für Einstein sind Materie und Energie ihrem Wesen nach dasselbe und können daher auch ineinander übergehen. Das genaue Verhältnis bestimmt er in seiner Relativitätstheorie. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Eine Revolution in der Physik. Einsteins Theorie bedeutet, ein Teil der Materie eines radioaktiven Atoms muss in Energie übergegangen sein. Zerfällt Uran in ein anderes Element, wird ein Teil seiner Masse zu Energie und als Strahlung freigesetzt. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und aus Teilchen ohne Ladung, den Neutronen. Die Kernbindungsenergie hält ihn zusammen. Weltweit gehen die Kernphysiker nun einer Frage nach. Lassen sich Atomkerne in ihrer Zusammensetzung verändern? Das Uran ist das schwerste Element, das in der Natur vorkommt. Lässt sich aus Uran ein noch schwereres herstellen? An die Möglichkeit einer Spaltung denkt keiner. Ohne es zu ahnen, stehen Otto Hahn und Lise Meitner kurz vor einer Entdeckung, die die Welt grundlegend verändern wird. Doch ihre Zusammenarbeit findet ein jähes Ende. In 1938 annektiert das nationalsozialistische Deutschland das Nachbarland Österreich. Für die Wienerin und Jüdin Lise Meitner gelten ab sofort die deutschen Rassengesetze. Flucht ist ihre einzige Chance zu überleben. Otto Hahn nutzt seinen Einfluss und beschafft ihr die Ausreisepapiere. Von Hamburg aus verlässt sie Deutschland in Richtung Schweden und findet in Stockholm eine sichere Heimat. Otto Hahn muss fortan ohne den analytischen Verstand seiner Kollegin auskommen. In einem Brief an Lise Meitner vom November 1938 berichtet er von seltsamen Resultaten. Das waren nur 10 Minuten. Mhm. Nummer 4, die vorletzte für heute. Mhm.
Ist fertig. Mit seinem Assistenten Fritz Strassmann untersucht Hahn das Verhalten von Uranatomen unter Neutronenbeschuss. Hahn erwartet, dass der Urankern durch das Neutron instabil wird und zu Radium zerfällt. Radium, ein Nachbaratom des Urans, hat 4 Protonen und 4 Neutronen weniger als Uran. Doch die chemische Analyse des bestrahlten Urans ergibt nicht Radium, sondern Barium. Barium hat nicht halb so viel Masse wie Uran. Hahn glaubt, er habe einen Fehler gemacht. Er weiß die Versuchsergebnisse nicht zu deuten. Zweifellos ist er der führende Radiochemiker der Welt. Nun muss er seine 40-jährige Erfahrung einsetzen, um das Geheimnis des Urankerns zu entschlüsseln. Barium. Ratlos schreibt Hahn am 20. Dezember 1939 an Lise Meitner nach Stockholm: Vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Wäre es möglich, dass der Urankern zerplatzt ist? An Weihnachten hat sie Besuch von ihrem Neffen, dem Kernphysiker Otto Frisch. Gemeinsam versuchen sie, Hahns Ergebnisse zu deuten. Ein Atomkern ist doch kein fester und spröder Körper, den man zerbrechen kann. Lisa Meitner hat eine Idee. Der Urankern, der ein Neutron aufgenommen hat, wird instabil und formt sich zu einem hantelartigen Gebilde. Die beiden Knollen stoßen sich mit großer Energie voneinander ab, denn beide haben die gleiche elektrische Ladung. Die Taille reißt durch und an der Stelle eines großen Kerns entstehen 2 kleine. Doch woher stammt die enorme Energie? Wenn die 2 kleinen Kerne zusammen weniger wiegen als der Urankern, aus dem sie hervorgegangen sind, muss ein Teil der Masse sich in Energie verwandelt haben. Die Kernmasse selbst ist die Energiequelle. Schon bald werden Hahns Experimente und Meitners Theorie von anderen Wissenschaftlern bestätigt. 1946 erhält Otto Hahn für seine Entdeckung den Nobelpreis für Chemie. Doch eines haben Lise Meitner und Otto Hahn nicht erkannt. Neben Energie werden bei einer Spaltung auch Neutronen freigesetzt. Diese lösen weitere Kernspaltungen aus. Bei einer lawinenartigen Vermehrung von Neutronen spricht man von einer unkontrollierten Kettenreaktion. Dem Italiener Enrico Fermi gelingt 1942 die erste kontrollierte Kettenreaktion. Kontrolliert bedeutet, dass pro Spaltung nur durchschnittlich ein Neutron abgegeben wird. Der Spaltprozess verläuft langsam und gibt gleichmäßig Energie ab. Chicago Pile One heißt der erste Kernreaktor der Welt. Während die Wissenschaftler versuchen, die Kernspaltung als Energiequelle zu nutzen, tobt in Europa der Zweite Weltkrieg. Hitler ist zu allem bereit. Die Amerikaner haben Angst vor einer Atombombe in deutschen Händen. Die emigrierten Physiker stehen vor einem moralischen Dilemma. Dürfen sie den Generalstäben der Alliierten eine solche Waffe in die Hand geben? Der ungarische Physiker Leo Szilard will unter allen Umständen eine deutsche Atomwaffe verhindern. 1942 setzt er sich mit Albert Einstein in Verbindung und überredet ihn, einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt aufzusetzen. Der Brief skizziert die grausamen Folgen einer Atombombe in Hitlers Händen. Der Appell verfehlt seine Wirkung nicht. Der Präsident beginnt zu handeln. Das größte wissenschaftlich-militärische Unternehmen, das die Menschheit je erlebt hat, läuft an, das Manhattan-Projekt. Unter der Leitung von Robert Oppenheimer arbeiten 180.000 Menschen gleichzeitig am Bau der Bombe, darunter 14.000 Physiker und Ingenieure. Geistiges Zentrum der Operation ist das Laboratorium der Universität Chicago. Hier arbeitet der italienische Immigrant Enrico Fermi. In Friedenszeiten hätte die Entwicklung der Bombe Jahre gedauert. Aber unter dem Druck, schneller als die Deutschen zu sein, läuft die Konstruktion auf Hochtouren. Mai 1945. Deutschland kapituliert und die Siegermächte teilen Europa auf. Doch im Pazifik geht der Krieg weiter.
Die angeschlagene japanische Luftwaffe startet ihre letzte große Offensive. Die US-Truppen erleiden schwere Verluste. Die nicht enden wollende Pazifikschlacht gibt den letzten Anstoß. Der neue amerikanische Präsident Harry S. Truman entschließt sich zum Einsatz der neuen Superwaffe. Am Morgen des 6. August 1945 explodiert mit einer Sprengkraft von über 20.000 Tonnen TNT die Atombombe Fat Boy über Hiroshima. Drei Tage später detoniert eine zweite über Nagasaki. 300.000 Menschen sterben sofort. Hunderttausende sterben noch Jahre später an den Folgen des radioaktiven Fallouts. Otto Hahn erfährt die Nachricht in britischer Gefangenschaft. Er ist tief erschüttert über den Einsatz der Atombombe und fühlt sich mitverantwortlich für das unermessliche Leid. In den 50er Jahren wird er zum entschiedenen Gegner der militärischen Nutzung der Kerntechnik. Als Initiator des Göttinger Manifests protestiert er gegen Atombombentests in aller Welt. Doch die Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten. Der Kalte Krieg führt zu einer in der Geschichte einmaligen Hochrüstung. Wir sehen in der Arbeit an diesem Ziel eine große Aufgabe. Aber gleichzeitig wächst in den Industrienationen die Hoffnung, mit der friedlichen Nutzung der Kerntechnik die Energieprobleme der Menschheit auf Dauer zu lösen. Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen wird zur nationalen Aufgabe, denn Uran scheint nahezu unbegrenzt vorhanden zu sein. Im Oktober 1956 wird das erste Kernkraftwerk für kommerzielle Stromlieferung eröffnet, Calder Hall an der Westküste Englands. I now open Calder Hall, Britain's first atomic power station. Die Euphorie ist groß. In der Folge schießen überall Atomkraftwerke wie Pilze aus dem Boden. Kernkraftwerke funktionieren im Wesentlichen wie herkömmliche Wärmekraftwerke. Wasserdampf treibt eine Turbine an, deren Drehbewegung wird im angekoppelten Generator in elektrische Energie umgewandelt. Im Reaktor findet die kontrollierte Spaltung von Uran statt. Die freigesetzte Wärmeenergie erhitzt Wasser in einem Druckbehälter. Der Wasserdampf treibt die Turbine an. Um die Außenwelt vor der radioaktiven Strahlung zu schützen, ist der Reaktorkern von einer meterdicken Betonschicht umgeben. ...1979 wird im amerikanischen Harrisburg der erste schwerwiegende Reaktorunfall bekannt. Menschliche Leichtfertigkeit ist die Ursache. Doch das Sicherheitssystem des Kraftwerks bewahrt Amerika vor einer Katastrophe. 1986 kommt es in dem ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl zu dem bisher schwersten Störfall. Ein mangelhaftes Sicherheitssystem und Fehlreaktionen des Personals führen zum Schmelzen der Brennelemente. Radioaktive Strahlung findet ihren Weg ins Freie. Über 100.000 Menschen müssen evakuiert werden. Der Sicherheitsstandard des Reaktors ist mit dem westeuropäischer Kernkraftwerke nicht vergleichbar. Aber die Angst vieler Menschen vor dieser Technologie bleibt und mit dem Fortbestand der Kernenergie auch die Diskussion um ihre Sicherheit. Otto Hahn hat mit seiner Entdeckung eine Entwicklung losgetreten, die er nicht vorausahnen konnte. Das Jahr 1938 markiert den Beginn unseres Atomzeitalters. Die Welt ist seither eine andere geworden. Mich noch im Dunkeln die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du